Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Firma JP Performance GmbH. Wir haben angerichtet. Und wir haben richtig angerichtet. Es wird ein schönes Video, ein Vergleichsvideo der Flügelweltenflugzeuge vielleicht. Wir fahren auch gleich, aber nur eins der beiden Autos. Denn das andere Auto fahren wir auch, aber jetzt nicht. Ja. Weil das ist hier schwierig. Wir können uns alles in Ruhe angucken, aber ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar will ich so aus. Ich mache auch schnell. Wir haben ein Design gemacht für ein Auto in der DTM und haben extra nicht gesagt, dass wir es gemacht haben, weil wir gucken wollten, wie die Reaktionen sind. Weil manchmal machen wir dann so ein Design und dann sind die Leute so, ja, was von JP Performance, natürlich finden die Leute das toll und so, ne? Ganz klar. Haben wir noch Peps dabei? Wir wurden gerade unterbrochen. Also, genau, wir haben das Design nämlich dann gemacht für dieses Auto und haben mal geguckt, ob ein Design, was der Max und ich uns ausdenken, ob das auch wirklich so funktioniert. So einfach so random in den DTM-Pool reingeschmissen. Und es hat es auf jeden Fall, weil die Leute haben sehr viel darüber gesprochen, es wurden sehr viele Fotos gemacht, es wurde sehr viel gepostet, wo sie sich dachten so, shit, das Auto sieht echt krass aus. Und es macht mich so, vielleicht kann man das ein bisschen verstehen, weil das nicht dieses JP-Performance so mitschwingt, und man dann guckt, so man hat geguckt, ohne dass man es wusste und jetzt weiß man es und das ist wirklich geil. So. Es ging nur um das Design, das hat performt. Genau, ich würde sagen, wir steigen einem empor, ne? Auf jeden Fall. Das Design, was wir gemacht haben, ist genau von dem Auto. So, das ist nämlich ein Brecher. Also, zu der Geschichte so ein bisschen. Und die Geschichte finde ich wirklich, wirklich toll. Und da muss man so ein bisschen, ich habe immer noch mein Bänder, deswegen ja. Bin ich Hopalong Cassidy. Also, ihr seht die Farben auf dem Auto. Und jetzt hole ich so ein bisschen aus, wir quatschen so ein bisschen. Klaus Wohlfahrt oder KW wollte das Design nicht. Die wollten ein ganz anderes Design. Das sind halt Schwaben. Es sollte alles ruhig sein und die einzelnen Sparten widerspiegeln. Das haben wir auch gemacht, das sah auch cool aus. Aber dann habe ich gesagt, hey, ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten ein bisschen härter rangehen, weil ich glaube, dass über das Design auch viel Begeisterung für ein Auto zusätzlich kommen kann. Nicht hauptsächlich, weil so ein Auto ist krass, ne? Es ist nebenbei, es ist 992 GT3 R. Wir haben extra 992 GT3 RS daneben gestellt. Brutal. Und man sieht auch gleich, wie brutal das Auto ist, wenn die gleich näher zusammenstehen. Weil das ist nicht viel Unterschied. Dieses Auto ist geisteskrank. Auf jeden Fall. Und dann habe ich drum gebettelt und gekämpft, dass wir etwas vorschlagen dürfen, was die Geschichte widerspiegelt. Unserer Meinung nach. Und dann kam das raus. Der Grund für die Farben ist so ein bisschen, oder der Grund, das ist echt eine geile Geschichte. Warum KW dieses Team so sponsert oder so, ja, pusht. Ihr kennt Race Room, ne? Das ist da, wo die Simulatoren sind. Ihr kennt KW. So, KW hat damals, oder Klaus Wofer und Jürgen Wofer haben damals angefangen mit Motorsport. Und sie haben wirklich aus dem Nichts angefangen. So wie wir. Nichts. Sind gefahren, sind Rallye gefahren, also so Bergrennen und ihren kleinen Asconas. Und haben sich dann überlegt, es gibt nicht so coole Fahrwerke. Da kann man mehr machen. Man kann bessere Fahrwerke machen. Einfach gedacht, wir machen es anders. Daraus entstand die Firma KW. Diese beiden Autos, der Ursprung der ganzen Geschichte, die Farben waren Mint und Magenta. Genau. Der Ursprung von der ganzen Geschichte. Aber trotzdem, natürlich haben wir das Gelb von KW trotzdem mit reingenommen. Okay? Sehr dezent, aber auch. Ja, genau. Nicht zu viel. Schon, auf jeden Fall nicht zu viel. Und jetzt kommt die Geschichte. Der Tim, der drauf fährt, ist Race Room gefahren. Mhm.
wurde gepusht, wurde unterstützt, wurde gesponsert und fährt jetzt das Auto. Und dieses Auto, deswegen steht auch Raceroom so groß drauf, dieses Auto soll einfach widerspiegeln, was KW geschaffen hat als Unternehmen. Da sind zwei Mann, die gründen diese Firma und wollen bessere Fahrwerke bauen. Jetzt ist KW ein absolutes Weltunternehmen, riesengroß und baut meiner Meinung nach die besten Fahrwerke der Welt. Und das ist gar nicht so lange her. Und das ist so ein bisschen die Geschichte darum, warum dieses Auto jetzt da fährt, wo es fährt und warum KW einfach da so Vollgas gibt und dieses Auto nach vorne pushen will. Und es performt ja auch gut. Und dann bin ich umso stolzer, dass wir das Auto designen dürfen. Ja? Das ist mega die Ehre auf jeden Fall. Volles Rohr. Und ich finde auch, das ganze Paket ist wirklich sehr, sehr eng. Weil diese ganzen Videos, die ich mache, wo wir KW-Produkte zeigen und sowas, die sind, ich bekomme dafür nichts, sondern ich mache das, because I like it. Ne? Wir könnten genauso ein H&R, wir können alles Mögliche da reinmachen. Aber ich will es halt. Ne? Und genau, so schließt sich da der Kreis und ich mag beide auch wirklich. Ich mag die ganze Firma gerne. Ich mag alle gerne. Mhm. Ne? Wir sind allen sehr gut auf Kontakt immer. Voll. Und es ist immer lustig und das ist halt das. Das war mein Vorwort. Ja? Auf jeden Fall, das haben wir gemacht und auch Grüße an Max. Und Max und ich, wir arbeiten momentan übers Telefon, weil er im Homeoffice ist. Und dass sowas entsteht dann über Back and Forth. Das ist schon krass, ne? Ja. Auf jeden Fall. Für mich ist halt immer wichtig, dass die Form halt fließend nach weg, also fließend weggehen, dass wir nichts gegen die Fahrtrichtung machen. Maximal etwas, was linear runtergeht, ne? Aber der Grund, warum wir das so machen an gewissen Orten, ist einfach, um halt eine gewisse Präsenz und halt Aufmerksamkeit zu machen. Wenn ein Auto zu fließend ist, versteht das Auge das zu schnell und guckt es weg. Hm. Sondern manchmal müssen auch Sachen da rein in so ein Design, die einfach auch konträr sind, die gegen so eine Linie gehen. Und so entsteht das, wie zum Beispiel auch vorne. Die gehen so raus, okay? Jo. Und normalerweise würdest du immer so weggehen, okay? Mhm. Und würdest das so weiterführen. Nein. Nee, hier nicht. Genau, hier nicht. Und geil. Das ist krass, ne? Mega. Der summt so leise, ne? Du hörst richtig, wie der so arbeitet. Ja. Ich liebe sowas, ne? Ich liebe sowas. Gab es eigentlich Vermutungen, dass es vielleicht von uns sein könnte oder gar nicht? Nein, null. Nee, null. Okay. Null. Wir wurden zwar immer darauf verlinkt, aber das sieht man nicht. Also sie haben es nicht gemacht, dass man das sieht. Mhm. Nee, man, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Und natürlich wird es ja auch wieder Stimmen geben, die sagen, oh, das sieht scheiße aus, das Auto sieht viel besser aus. Das ist ja auch immer so, und das ist auch natürlich so und das ist auch richtig so. Ne? Das muss ja nicht jedem gefallen. Aber ich bin der Meinung, das ist schon echt ein geiles, ist glaube ich eines der besten Autorenndesigns, die wir bis jetzt so gemacht haben. Weil wir das Zusammenspiel haben von ganz vielen Themen, die trotzdem zusammenfließen mit ganz vielen Farben. Genug von dem Thema jetzt, okay? Genug davon. Also, wir haben hier einen 4,2-Liter-Motor. 4-Liter-Motor. 525 PS, 545 so ungefähr, ne, nach BOP. Weil hier Balance of Performance, hör auf doch. Ne, also die Autos sind alle so ein bisschen eingedampft. Aber wenn wir jetzt uns mal die ganzen Abmessungen angucken, ja, das ist das Rennfahrzeug. GT3 R, das ist der Bulle. Ja. Der fette Bulle. Mehr geht ja gar nicht, gibt ja nichts. Genau, ja. RSR, ja, es geht noch ein bisschen was drüber. Okay. Ja, aber guck mal. No joke. Ist halt einfach fast dieselbe Frittentheke. No joke. Ja, also dass es Serie, also dass das Straßenfahrzeug so nah am Rennfahrzeug ist, gab es noch nie so? Oder? Nein, nee. So noch nicht. Du denkst das immer, dass das nah dran ist, aber dieses Mal ist es wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Hat man bei dem auch hier irgendwie bewegliche Teile oder sowas? Nein, das dürfen die nicht. Dürfen also das ist alles fest und dran, ja. Am Außen, da bewegt sich nichts, da ist nichts aktiv. Aber der Grund, warum auch aktiv bei dem Straßenauto ist, weil einfach der Spritverbrauch natürlich... Wenn du fährst etwas schneller und du drückst auf den Knopf, du spürst es. Downforce, und du, alles. Das Auto bremst, das Auto geht sofort zurück. Und wenn du wenn du auf der Autobahn fährst, ich habe es mir mal vergessen, der ist, ne, dass es dann nicht aktiv ist, denkst du, oh, ja, drückst drauf und dann machst du wirklich tück. Ne, und dann hat der weniger Drag einfach. Ja. Ich muss ein bisschen entschuldigen, weil ich echt ein bisschen irritiert bin wegen den Schmerzen. Das Seitenteil zum Beispiel, die ganzen Autos sind so aufgebaut, dass du die wirklich schnell wechseln kannst. Ne? Ja. Das heißt, das hier ist Auto, aber auch nicht Auto. Mhm. Das hier ist Auto. Mhm. Ne? Und dann kannst du hier so abnehmen. Wenn ja ständig Teile kaputt, muss alles schnell geswitcht werden. Wow. Nicht der Idealfall, aber ja, passiert. So, dann gehen wir mal ein bisschen runter. Dann sehen wir hier die Crashbox außen, ne? So eine Crashstruktur, die hier drauf ist. Dann der Käfig und das ist, ey, boah, krass. Guck mal, das Display. Absolut, absolut affengeiles Auto. Guck mal,
Das Lenkrad. Hier oben, diesem Disc, siehst du das? Jo. Schön, ne? Ich sehe ihn jetzt auch das erste Mal so in Ruhe. Und was geil ist, wie gut er als Rennwagen gebaut ist. So. Jo. Also die Verarbeitungsqualität ist echt krass. Echt auch ein schönes Rennauto. Das ist echt so, ist fast schon zu schade. Ist wirklich so. Wow, ich bin da echt selbst ein bisschen geflasht. Die ganze Dachhaut, sehe ich gerade, ist rausgenommen. Die ist Carbon. Mhm. Ne, also oben ist kein Blechdach mehr. Ich habe ein Blechdach in meinem. Mhm. Oh nee, der hat auch Carbon, aber es lackiert bei mir. So ist genau. Echt krass, ne? Was ist eigentlich das jetzt hier? Push, Release? Das für die Gardine. Ah, okay. Dann machst du so und dann kommt das hier so rein. Ah, okay. Falls irgendwelche Reifen oder irgendwelche Teile hoch halt gegen den Fahrer fliegen. Weil das ist, also Motorsport, muss man wirklich sagen, ist schon sehr, sehr sicher geworden. Mhm. Ne? Weil wenn jetzt hier was gegenfliegt, das bremst natürlich gar nichts. Hier ein Auto, das ist alles safe, aber hier zwischen kriegst du noch, können so viele Teile reinfliegen, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist echt safe da drin. Ne? Total. Fragen mal die Jungs vom Team, ob die uns ein bisschen was abmontieren können. Und wir montieren einfach selbst ab. So. Easy. So, hier haben wir nämlich, der Motor basiert auf dem Motor, ist aber ein 4,2 Liter Motor. Das heißt hier, glaube ich, entweder ist es über die Kurbelwelle oder Kurbelwelle und Kolben, ne? Weil bei Porsche ist wirklich das Thema, die Kosten wirklich sehr, sehr hoch sind von diesen Rennwagen. Hingegen sind so R8 oder M3 ist halt oftmals schon ein ganz Stück günstiger, vor allen Dingen im Betrieb. Also sind die Kosten echt hoch, aber guck dir mal die Ansaugbrücke an. Ah geil, guck mal, siehst du die silbernen Dinger hier? Da Silber oder hier siehst du noch besser. Diesen silbernen Stumpen vor dem Schlauch. Ja. Du siehst ja, dass das der Durchmesser eigentlich wäre, ne? Mhm. So, und hier siehst du ja, guck mal, wie eng meine Finger hier zusammengehen. Da ist so ein Luftrestriktor drin. Das heißt, der limitiert die Luftmenge, die halt wirklich zum Motor hin kann. Und dadurch ist die Leistung geringer. Das heißt, wenn du das Ding rausnimmst. Ist mehr Dampf im Kessel. Aber yay. Ne? Weil, ich meine, ich finde 545 PS oder so, finde ich aber eigentlich schon mal. Für das Gewicht hier, was wiegt so ein Ding, ist die Frage. Der wiegt, glaube ich, 1000. Der wird nicht so leicht sein. Hm. Also da kommt, glaube ich, schon was zusammen. Aber die Ansaugbrücke ist halt wirklich, wirklich riesengroß. Ne? Und es ist so schön gefertigt. Und ganz ehrlich, Rennautos haben einfach so einen eigenen schönen Charme. Weil du siehst diese Dinger und alles hat einfach Funktion. Ne? Allein die Hebeanlage und solche Dinge, das ist so sexy. Geilste Feeling, wenn die quasi dann abgelassen werden und dann losfahren. Genau. After his accident in qualifying abrupt. Das Dämpfersystem, glaube ich, ist auch mit so einer Art Blow-Off-System, so ein Blow-Off. Ich glaube, wenn der Dämpfer zu doll in die Kompression geht, kann der den Druck, glaube ich, auch irgendwie ablassen oder sowas. Ne? Also von der Technik ist so ein Auto im 992 genauso wie das Auto. Es geht so viel wilder immer, wilder. Muss aber auch, weil dieses Auto von der Performance her, vom Motor her, ist mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es in der aktuellen Saison aussieht, halt gegen so M3s und so echt schon hart dran muss. Ne? Mhm. Konkurrenz ist auch stark. Hm? Sehr stark. Sehr, sehr stark. Ja. Was sehen wir denn noch Schickes hier? Das ist eigentlich so, das ist einfach die Elektronik, die anders genau. Macht so genau. Geräusche. Okay. Ich glaube, was ist das auf dem Riemen da? Und ich glaube, es ist eine Lichtmaschine separat. Ja, die tiefer sitzt die. Er hat einen Riemen vorne drauf. Ne? Also hier ist die Kurbelwelle hinter. Mhm. Und da müsste, ich glaube, das ist nur Lichtmaschine. Oder, nee, Wasserpumpe ist das schon. Nee, Wasserpumpe. Auch wie viel das Auto länger geworden ist. Weil wenn du dir mal anschaust, wie die Stoßstange im Schwung hinten so rumgeht, ne? Mhm. Das täuscht wirklich krass. Guck mal, der Motor ist hier vorbei. Mhm. Ja. Und dann kommt das noch hinten dran. Das hat meiner gar nicht so. Ist das? Nicht viel, aber da ist schon ein Stückchen. Ein bisschen, ne? Dicken Hinterrad. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Schmerzen. Ich würde sagen, das Ding geben wir jetzt frei und dann fahren wir noch mit unserem ein bisschen, weil wir müssen ja die 1500 Kilometer noch voll machen. Irgendwie müssen wir die voll machen. Genau, und dann können wir auch erstmal reintreten, weil wir sind nicht einmal Vollgas gefahren mit dem Ding hier. Also, das Design ist von uns und wir sind auch sehr, sehr stolz drauf, weil ich finde ihn wirklich schön und vor allen Dingen stolz in Verbindung mit der Geschichte dahinter. Wolltest du nicht noch einen Sticker drauf machen? Stimmt, abschließend, du hast recht. Ja. Weil, dann wurde ich gefragt, ob ich auch auf das Auto drauf möchte und ich schäme mich immer so und ich will das eigentlich nicht, aber jetzt machen wir doch einen drauf. Ja, komm, einen kleinen können wir drauf machen. Wir haben jetzt hier verschiedenste Aufkleber, ganz viele verschiedene Farben. Können wir eigentlich hier auch? Nee, der krieg ich noch. Ich finde Gelb nicht schlecht. Den, ne?
Ja, den finde ich eigentlich echt cool. Ich auch. Aber wir müssen uns einen speziellen Ort aussuchen, okay? Ich glaube, hier darf man nicht. Da nicht? Nee. Ich glaube nicht, nee. Da will DTM für sich sein. Okay. Glaube ich. Sollen wir hier hin? Ja, why not? Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt kommen meine Aufklebkünste. Mach bitte gerade. Aber wir haben noch einen zweiten. Nee, ist ja nicht gerade. Der ist ja sowieso immer so ein bisschen bergauf. Hm. So? Guckst du mal am Auspuff so, ob das so bündig ist? Dann let's go. Let's go, ne? Digga, der ist perfekt. Geil. Nice. Officially. Sehr schön. Nur einen oder noch einen? Oder? Nee, der ist wirklich mittig, ey. Wenn du so die Rückleuchte hochgehst. Ja. Hast du gut gemacht. Nee, nur einen. Einer reicht. Alles klar. So, jetzt fahren wir den, aber das machen wir nicht heute, weil ich muss ein bisschen schonen. Das machen wir die Tage. Bis gleich. So, ich habe ein wenig bessere Laune, weil ich war gerade in den Aufnahmen war ich nicht so fit. Ich bin immer nicht so wirklich ganz, ganz fit, weil die Allergie echt reinhaut. Mhm. Man hört das auch ein bisschen an meiner Stimme, glaube ich. Schmerzen hast du? Wie geht's am Fuß? Fuß tut auch weh. Also der ist jetzt nicht mehr so geschwollen, ist ein paar Tage vergangen. Aber der tut außen richtig weh, so da, wo dieser Bänderanriss ist. Ja, ist wie es ist. Auf jeden Fall ist aber eine andere gute Nachricht da, diese da. 1466 Kilometer. Das heißt, wir können gleich das erste Mal die Gänge durchzwirbeln. Aber was ich sagen kann, ist, dass dieses Auto eine Confidence, also so eine Sicherheit ausstrahlt. Was ich jetzt schon mache, muss ich zugeben, wenn so Kurven sind, probiere ich ohne Bremsen durch diese Kurven zu fahren. Mhm. Und du warst ja schon ein paar Mal dabei. Es ist ja wirklich für den Beifahrer erschreckend. Das ist einfach nicht von dieser Welt. Das ist genau. So, jetzt hier, wir sind auf der Lassisee. Das heißt, er darf noch nicht machen, was er machen darf. Aber wir sind gerade hier hingefahren, wo wir es anders gedreht haben, um die Kilometer voll zu kriegen. Jetzt pass mal auf, jetzt fahre ich hier durch. Na, guck mal. Pass auf, guck mal. Und du musst nur die Sicherheit im Kopf haben, dass du hier dran lenken musst im richtigen Moment. Und das ist mit kaum einem anderen Auto. Ich glaube, die Rundenzeit wird auf jeden Fall besser. Ich glaube, sogar ein ganzes Stück wird sie besser. Und zwar, weil du dich sicherer fühlst. Das wäre mit dem anderen Auto, wäre eine ähnliche Rundenzeit wahrscheinlich auch gegangen, mit dem 901.2 GT3S. Aber das Auto gibt dir nicht dieses Gefühl, diese Sicherheit. Und das ist hier halt wirklich geisteskrank. Aber wo ich immer am meisten drauf freue, ist gleich hier mal Gas zu geben. Weil unser Auto ist laut. Ey, von außen. Boah. Das Auto ist laut. Du bist so weit weg hinterm Wald. Digga. Das schallert das richtig, ist, ne? Als ob du am Red Bull-Ring irgendwo draußen stehst und da im Rennfahrzeug fährst. Genau. Ja, mach ich jetzt hier. Wir biegen jetzt hier auf die Straße ab, ne? Du machst einfach so. Sag mir mal ein Auto, was das so macht. Ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, keins. Was es so souverän macht. Ja. Es gibt auch, die können das auch, aber dann rutscht der und dann musst du korrigieren. Aber hier, das musst du nicht. Ja. Du musst gut sitzen und musst hier lenken. Und den Rest macht das Auto. Wenn man es dann vergleicht mit dem GT3 R, den wir hatten gerade, der ist ja das Maximum, Maximum, Maximum. Weil ich glaube, dass dieses Auto rundenzeittechnisch mit einem Vollslick an dieses Rennfahrzeug super nah kommt. Erschreckend nah, fast zu nah. Und wir fahren es normal. Da gehen wir in dem Standsaufnahmevideo drauf, weil guck mal bitte, ich gebe euch mal eine kleine Kostprobe. Du hast rechts und links diese beiden Displays, okay? Der steht hier normal. Dann gehst du von normal auf Sport und dann auf Track, okay? Und dann gehe ich hier drauf. Jetzt kann ich hier jeden einzelnen Dämpfer einstellen. Kompression, Rebound, vorne und hinten. Siehst du das? Du kannst hier alles verstellen, wie du lustig bist. Und das ist nur der Dämpfer, ne? Du kannst dann genauso gut Differential verstellen auf Zug und Druck. Du kannst Traktionskontrolle einstellen, auch variabel. Siehst du das? Also du kannst, das ist... Nichts gedrückt halten, ne? Einfach klicken. Einfach klicken und dann, ja. Aber das Auto ist halt auch wirklich super ernst. Also nicht Kindergarten ernst, sondern der ist wirklich dead serious, der Wagen. Also würdest du sagen, dass auf jeden Fall ein erfahrener Fahrer sein solltest, um dieses Auto zu bewegen? Oder kriegt das auch... Wenn alles anders, würde ich
sogar sagen, musst du gar nicht so ein erfahrener Fahrer sein. Du solltest nicht rumspielen mit dem Differential zum Beispiel und kein erfahrener Fahrer sein und alles aushaben. Dann kannst du das Auto in einen Bereich bringen, wo es Bewegungen macht, die sehr unerwartet sind für ein normales Auto. Ne? Okay. Das kann auf jeden Fall passieren. Aber sonst würde ich sagen, ist das schon sehr krass und auch ultra bequem. Ne? Ich bin jetzt 1470 Kilometer gefahren und das Auto ist sehr bequem. Also der 901.2 war dagegen eine Rappelkiste. Wie so eine richtige Werkzeugkiste, die du bei Kevin Allianz aus Treppe runterfallen lässt. Also, So war der 901.2. Ja. Das hier ist hingegen schön gedämmt, so ein geiler Spagat zwischen allem Möglichen. Ja. Dann habe ich überlegt, ob ich eine Akrapovic-Anlage mir holen will. Nein. Nein. Einfach nein. Will ich nicht. Das Auto ist perfekt. Ja, brauchst du nicht. Also, was würdest du denn machen wollen, außer Folie jetzt, wenn überhaupt? Also wir machen den vom Design, wie ich ihn will. Und da freue ich mich wie Bolle drauf. Und das, ich weiß, manche werden sagen, was hat der denn? Das sind doch kaum Veränderungen. Doch, für mich ist das genau die Veränderung. Das finde ich krass jetzt mal. Zahl der Elektroautos in Deutschland 2017, 34.000, ne? 6 Jahre später 1,1 Millionen. Boah. 34.000, 1,1 Millionen. Ja, das ist viel. Das ist echt viel. Was würde ich hier dran ändern wollen? Das ist eine sehr gute Frage. Boah, gar nichts. Nein. Doch. Da muss man aber dann gucken, ob die Balance bleibt. Da vertraue ich dann Mantai. Ich hoffe, dass eine Frontlippe kommt. Dass die Frontschuhstange so ein bisschen vorne rausgeht. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Ja. Naja, der macht vorne so ein... Er macht nicht... Aber er macht so... Er hat so diesen Geraden so ein bisschen, ne? Ja, ja. Das hat er ein bisschen. Jetzt haben wir noch 28 Kilometer. Das kommt echt ganz gut hin so. Wenn wir dann da so runterfahren auf die 2, dann können wir, glaube ich, genau auf der Autobahn, wo frei ist, können wir das erste Mal die Gänge durchjubeln. Aber sonst ist es wirklich ein Auto, wo du... ich werde dieses Fahrwerk nicht anpacken. Sagt der 2023. Nein, aber ich werde es wirklich nicht anpacken. Außer KW würde eine Lösung bringen, die aber alle Funktionen immer noch beinhaltet, nur die Aufspreizung wird größer. Dann wäre ich dabei. Mhm. Also das heißt, ich drücke hier drauf und die ganzen einzelnen Modes würden alle noch funktionieren. Dann wäre ich okay damit, ne? So, dass das alles noch geht. Im 901.2 war das Fahrwerk auch absolut gut, keine Frage. Gar keine Frage, aber da war Raum. Mhm. Also für mein fahrisches Können ist hier kein Raum. Das Fahrwerk kann das definitiv. Ja, also was wir halt machen, sind so ein paar Farbsachen noch so und da freue ich mich auch sehr drauf. Innenraum noch ein bisschen irgendwie? Ja, so, das wird sich verändern. Das wird sich verändern, aber sonst, nein, Mann, ey. Also ohne Scheiß, du machst es ja nur schlechter. So, wir sprechen uns gleich, wenn wir näher rankommen. Bis gleich. So, Leute, wir haben jetzt noch 4 Kilometer ungefähr. Ja, endlich. Jetzt nochmal 3 Kilometer. Wir sind doch gerade auf die Autobahn drauf bei 80, sind runter, umgedreht und sind bei 91 drauf. Das heißt, es müsste ja bedeuten, geht das? Also. Geht's mit der Gasfuß schon? Jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Es kann passieren, dass wir genau im Autobahnkreuz. Oh nein. Also jetzt sind wir noch 900 Meter, 800 Meter, 700. Oh, Flo! Hallo? Ja, was ist? Jetzt fahrt ihr mit 300 auf der Autobahn gerade oder was? Nee, aber wir sind 200 Meter vor 1500 Kilometer entfernt. Wie viel? 200 Meter! Achso, ey, hör mal, hast du mir gesagt, dass ich soll den Race Navigator nicht rausnehmen, ne? Wegen Video verarbeiten. Ja, wir haben jetzt 1500 Kilometer! Ja, aber ich brauch den Race Navigator. Wie, wo ist der denn? Ja, du hast mir gesagt, ich soll dir nicht rausnehmen, weil du Video verarbeitet hast. Hast du den noch rausgenommen? Nein, aber ist doch jetzt nicht schlimm! Ja doch, ich muss jetzt noch mal zu Lassi sehen. Hä? Warte, bis gleich, ciao. Okay, tschüss. So, 1500 Kilometer. Geht losgehen? Kann losgehen. Oh, da geht aber Rummobel oder eine ganze Musik ab, ne? Digga. Warte doch mal. Wir hören mal rein. Jetzt auf Track.
Pfeifer-Phase rum. Und er geht aber deutlich besser. Er ist in den Daten laut Konfiguration langsamer als 901.2 GT3 RS, aber er fühlt sich auf jeden Fall schneller an. Aber auf jeden Fall. Echt krass. Wahnsinn. Mega geil. Geiles Auto. Volles Rohr. Alle auch, wie glücklich die Menschen sind. Ja, alle freuen sich, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Krass. Ja, okay. Also, wir sind durch. Bis später. Peter, tschüss.